on fire. Mann schaut Fußball, Frau auch. Ein ganzes Land ist im EM-Fieber. Und weil die Wetterkapriolen dieser Tage das eine und andere Foul an den Open-Air-Locations begehen, hält man im Wiener Prater mit einem Zelt dagegen. Und mit viel Luxus. Das Mirage im Prater verwöhnt den anspruchsvollen Fußballgenießer. Voraussetzung, er will sich in Gesellschaft verwöhnen lassen. Macht's mehr Spaß, Fußball in großer Gesellschaft zu schauen oder lieber zu Hause allein am Sofa, wo einen keiner stört und wo man von Geräuschen der anderen nicht abgelenkt ist? Ja, bei Fußball und Sport generell geht es um Leidenschaft. Man würde den anderen auch leiden sehen und es macht einfach mehr Spaß mit Essen, Trinken, ein bisschen blöd reden dazu und das ist daheim auf der Couch, alleine Fahrt. Lieber in Gesellschaft oder lieber allein daheim? Mit meiner Tochter zu Hause. Die spielt ja selber auch Fußball. Ja, ja. Deswegen interessiert sie mich so. Aber hier, wie ist dein Eindruck? Kann man sich da wohlfühlen? Ja, ich bin nur wegen dem Essen da. Und wie ist das Essen? Ja, gut. Ich warte noch auf... Der blöde Fußball nicht werden. Nein, aber ich helfe ja auch zu Deutschland. Ich mache mir es richtig unsympathisch. Wieso hilfst du zu Deutschland? Ja, ich finde, die deutsche Mannschaft ist genauso sympathisch wie die österreichische. Und sie gewinnt auch oft und vor allem immer dann, wenn es drauf ankommt. Vorteil, wenn man zur DFB-Elf hält, man hat viel Grund zu jubeln. Aber ich glaube da nicht, heuer nicht. Daheim gewinnen die nie. Also wenn es dann daheim ist, dann ist der Druck zu groß. Kennen wir. Wir haben ja auch ein Heimspiel übrigens. Haben Sie aber schon mal geschafft, gell, 1974? Natürlich, ja. Wusste ich doch. Wir haben schon drüber gesprochen und ich bin der Meinung, Österreich schmeißt Deutschland im Viertelfinale raus. Das kann passieren. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es passiert. Das dürfen wir nicht machen, die spielen ja daheim. Wollen wir uns so unbeliebt machen bei unseren Lieblingsnachbarn? Du hast mehr in Deutschland zu tun als ich. Nein, ich glaube, wir sind so beliebt, das tut dem keinen Abbruch. Ein Aufschrei würde durchs Land gehen. Ich schreie mit. Wurscht für wen. Nicht wo, aber ich schreie auch. Es wird geschrieben. Ja, es wird geschrieben. Bist du eine, die sich lieber still freut, wenn ein Tor fällt, oder bist du eine, die aufspringt und jubelt? Ich bin ganz emotional und meinem Sohn zum Beispiel, der sich wirklich gut auskennt und auch sehr gut spielt, ihm ist das ganz unangenehm immer, ganz peinlich. Ich bin der gesamten Familie ganz unangenehm immer. Bist du eine Fußballmama? Ja, bin ich auch. Ich schreie auch am Platz herum. Man kann sich auch so wunderbar ärgern beim Fußball, oder? Nein, mich unterhalte das unglaublich. Wirklich? Ja, also es sind ja... Hin und wieder beim Kabarett, aber... Ja, aber hin und wieder sind ja beim Fußball, das muss man schon sagen, oft bessere Schauspieler als bei vielen Kabarets. Weil man sieht, wie die fallen und wie sie sich plötzlich das falsche Knie halten und so weiter, finde ich großartig. Ja, da kenne ich mich auch aus, aber was ich super finde, ist, ich beobachte dann immer gern die Leute, die sich aufregen, wenn irgendwas Schreckliches passiert. Ich schaue dann weg vom Fernseher oder von der Leinwand und schaue dann ins Publikum. Das ist super, das ist super. Wenn alle so... Wow! Den euphorischen Jubel gibt es nicht. Kein Wort. Also der schaut und starrt. Jubel, Niederlage, wurscht, der Start. Also red nicht an Ton, wurscht. Emotionslos. Ja. Konzentriert. Ich glaube, er hat sich nicht einmal gefreut, wie er damals als österreichischer Nationalspieler Tor geschossen hat, gell? Alle anderen haben die Arme in die Höhe gerissen und er ist irgendwie betrobt vom Platz gegangen. Nein, aber das ist halt, normal. Wenn es normal ist, dann... Er war so viele Tore geschossen. Hat. Ja klar, ich suche jetzt auch noch drei. Also schauen, ob ich noch drei irgendwo finde von einem Training. Wie viele hast du insgesamt geschossen mit der Nationalmannschaft? 15. 15, ja. Na boah, du warst ja dann mal Stürmer. Ja. Wann man es kann. Da gibt's auch, du kannst ja wirklich das eine oder andere Mal wirklich die Antwort selbst geben. Das liebe ich an deinen Fragen. Weißt? Offen bleibt die Frage, wer diesmal die Tore für Österreich schießen wird. Es wird wohl einen geben müssen, denn so die Experten. Österreich wird Europameister. Wenn die Griechen das vor 20 Jahren geschafft haben, dann schaffen wir das heute auch. Und du kennst dich aus im Fußball? Ich kenne mich aus als Handballer im Fußball, ja. Naja, holen wir uns einen echten Profi-Tipp. Wie geht das Match aus, Frankreich gegen Österreich? Ich hoffe, dass wir... Nein, wie geht's aus? Also, 1-1. Und ich glaube tatsächlich, es wird ein solides 1-1. Ich glaube, dass Österreich überraschen wird und gewinnen wird. Ei, 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 ei.
Nein, ich bin Patriot, 100%. Und ich glaube, die Jungs haben was drauf. Patriot sein heißt die Realität verweigern. Bei ihm schon. Warte es ab.